Okay, dann guten Morgen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Für heute braucht ihr am besten einen Block und ein Kissen wäre auch ganz gut. Muss jetzt kein bestimmtes Meditations- oder Yogakissen sein. Es geht auch ein normales Kissen. Ja, und ansonsten Seil nicht unbedingt, könnt ihr natürlich gern immer. Und dann starten wir los. Wir beginnen heute in einem Sitz. Ihr könnt euch dafür schon gleich gerne auf euer Kissen kurz setzen, wenn euch das gut tut, wenn ihr das mögt, auf dem Meditationskissen zu sitzen. Wir bleiben hier heute wahrscheinlich ein Ticken länger als sonst. Und ja, wir starten jetzt erstmal heute in die Stunde. Und dafür kommt eben jetzt in einen Sitz, in einen Schneidersitz. Bringt eure Hände auf eure Oberschenkel oder auf eure Knie und verschließt gerne Daumen und Mittelfinger zueinander. Schaut, dass eure Sitzbeinhöcker wirklich schön hier im Boden sind, dass ihr den Kontakt mit dem Boden spürt oder mit dem Kissen eben. Dass ihr hier wirklich sicher sitzt, euch gut erden könnt. Heute geht es nämlich ganz viel um das Thema Erden. Und dann könnt ihr einmal einatmen und dann schließt du jetzt deine Augen bei der Ausatmung. Und komm jetzt hier erstmal ganz kurz an. Oft blenden wir unsere ganzen anderen Sinne aus, wenn wir die Augen offen haben. Jetzt hier mit geschlossenen Augen konzentriere dich erstmal darauf, was deine anderen Sinne vielleicht sonst noch so wahrnehmen. Was hörst du oder riechst du, spürst du? Und beobachte jetzt hier erstmal, was ist überhaupt los? Den Atem lässt du jetzt erstmal kommen und gehen. Du fokussierst dich jetzt erstmal auf deine Umgebung. Nimm auch den Raum wahr. Obwohl du ihn nicht siehst, spürt man oft die Räumlichkeit. Und dann lass jetzt deine Atemzüge ein bisschen größer und länger werden. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Entschuldigung, durch die Nase wieder aus. Und merk jetzt hier, wie du bei diesen Atemzügen ein bisschen ruhiger wirst. Du kommst jetzt hier an auf der Matte. Und dann, nachdem
du jetzt deine Umgebung und dein Äußeres beobachtet hast, komm jetzt zum Inneren. Beobachte jetzt, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Und das Ganze ohne das oder dich zu verurteilen. Nimm hier einfach wahr. Wahrscheinlich, wenn du dich jetzt auf dein Inneres konzentrierst, dann bist du vielleicht sogar schon bei deinem Atem, und wenn nicht, dann komm jetzt mit deinem Fokus zu deinem Atem. Auch hier zwing dich nicht in irgendeiner bestimmten Weise zu atmen. Beobachte erstmal den Atem, wie er kommt und wie er geht. Bei der Einatmung hebt sich dein Bauch, du füllst deinen Oberkörper, Bauchraum, Brust mit Luft. Und bei der Ausatmung lässt du alles raus, dein Bauch geht nach innen. Und in deiner Atmung steckt so viel Power und Energie, so viel Lebensenergie bei der Einatmung, so viel Liebe für dich und andere. Und bei der Ausatmung lässt du raus, was du nicht mehr brauchst. Bei der nächsten Einatmung send jetzt mal den Atem nach unten zu deiner Wirbelsäule, zu deinem Steißbein. Bei der Ausatmung reißt der Atem wieder nach oben zu deiner Krone, wie so ein Kreislauf hier. Und konzentriere dich hier mal auf den Punkt bei deinem Steißbein ganz unten, circa zwischen den Sitzhöckern. Am Ende des Steißbeins, in der Mitte deines Beckenbodens ungefähr. Lass die Energie dahin wandern bei deiner Einatmung. Und dann von vorne wieder nach oben bei der Ausatmung. Heute geht es um unser Wurzelchakra, um unser Muladhara-Chakra. Und das befindet sich eben an dem Punkt, in dem ich dir gerade, den ich dir gerade beschrieben habe. Sein Element ist die Erde. Und das Wurzelchakra steht für die Fähigkeit, sich im Leben zu verwurzeln oder mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Symbolisiert die Stabilität und Sicherheit im Leben. Aber auch die Trägheit und die Gewohnheit. Die Farbe des Chakras ist rot und es steht in Verbindung mit unserem Geruchssinn.
Es steht außerdem für die Entwicklung der Spiritualität und wird häufig im Kindesalter gefestigt. Blockaden hier können sein Traumata oder Existenzängste. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie hier ein rotes Energiefeld zwischen deinen Sitzhöckern bei deinem Steißbein leuchtet und immer größer wird bei jedem Mal einatmen, wenn du Energie und Atem dorthin sendest. In den Zeiten der Ungewissheit, so wie jetzt, finde ich es ganz wichtig, wieder ein bisschen Stabilität und Erdung in den Alltag zu bringen, in das Leben zu bringen. Vor allem jetzt, wo viele mit Existenzängsten zu kämpfen haben. Lass dieses Energiezentrum immer größer und stärker werden. Und dann kannst du dir jetzt zusätzlich vorstellen, wie du langsam anfängst, darüber hinaus zu wachsen und wie du so quasi Wurzeln, also rote Wurzeln, kannst du dir vorstellen, in die Erde schlägst. Zuerst bohrst du dich vielleicht so ein kleines bisschen vor und dann lass die Wurzeln immer größer und stärker werden. Und dann sende hier nochmal ein paar weitere Atemzüge in deine Wurzeln hinein. Vielleicht bist du jetzt schon ganz, ganz tief in der Erde irgendwo verankert. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie du bei der Einatmung bis zur der Spitze deiner Wurzeln greifst und dann bei der Ausatmung holst du die Energie nach oben. Sie füllt dich mit Lebensenergie, Lebenskraft. Nimm dir hier, was du brauchst, aus der Erde, aus dem Boden. Führ hier diesen Kreislauf weiter. Einatmung, geh nach unten, tief, Bauchdecke hebt sich, Ausatmung, Atem und Energie reißt wieder nach oben, Brust hebt sich. Generell zu den Chakren, wir haben 7 Energiezentren, also 7 Chakren, die ich euch dann bei Gelegenheit irgendwann noch vorstellen kann. Das Wurzelchakra ist das erste Chakra und das am tiefsten gelegenste Chakra, ganz unten. Das ist auch quasi der Beginn oder die Basis der Chakren. Komm jetzt wieder langsam nach oben hier gedanklich. Lass die Wurzeln in der Erde, aber du kommst nach oben, wieder in deinen Körper hinein. Und vielleicht erlischt jetzt die Farbe so langsam. Und dann komm jetzt hier noch einige weitere Atemzüge wieder bei deinem Körper an. Mach dich bereit, jetzt hier aus dieser gedanklichen Reise gleich aufzuwachen.
Und komm jetzt in deine letzte Einatmung und atme wieder aus. Bei der nächsten Einatmung nimm jetzt deine Hände in ein Namaste vor deine Brust und spür hier ganz kurz die Dankbarkeit. Wir starten mit dreimal Om, alle zusammen. Dafür atme ein. Om. Sehr gut. Spür ganz kurz nach. Vielleicht bringst du dafür deine Daumen zu deinem Brustbein. Und dann kannst du jetzt deine Augen öffnen. Bring deine Hände nochmal ganz kurz auf deine Knie. Ich würde euch noch ganz gerne, bevor wir jetzt gleich losstarten und du dich aus dem Sitz lösen kannst, ganz kurz würde ich gerne euch noch einen Bandha zeigen, also Mula Bandha. Das ist quasi ein Energieverschluss, gelegen bei unserem Wurzelchakra. Für die, die es schon kennen, ihr wisst quasi, wo das ist, aber ich versuche es so gut wie es geht zu erklären. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Also ihr habt euch ja gerade, ich habe euch ja gerade die Sitzbeinhöcker beschrieben quasi und man setzt dieses Bandha, also das ist quasi ein Energieverschluss von unten bei unserem Anus gelegen. Man setzt das Bandha, indem man sich vorstellt, man zieht die beiden Sitzhöcker zusammen und der Beckenboden hebt sich an und kontrahiert quasi nach oben. Dafür spannst du aber nicht deine Po-Muskulatur an, sondern eben nur die Beckenbodenmuskulatur. Du kannst deine Hände auf deine Knie bringen, wieder vielleicht in ein Chin-Mudra, aber wenn du die Hände flach lassen möchtest, geht das auch. Und übe das jetzt hier mal ganz kurz. Atme ein und dann stell dir vor, du ziehst die Sitzhöcker zusammen, Beckenboden kontrahiert nach oben. Und dann ausatmen, löse dich wieder. Wir üben dieses Bandha, wir verschließen die Energie und lassen dadurch energetisch die Energie nach oben fließen in unseren zentralen Energiekanal Sushumna. Und übt es jetzt hier ein paar Mal. Das werden wir auch während heute der Yogastunde. Vielleicht werde ich zu euch sagen, ja, du kannst jetzt Mula Bandha setzen, wenn du möchtest. Und dann kannst du das üben. Dafür kannst du jetzt auch nochmal gerne die Augen schließen. Atme ein und verschließ hier oder setz hier das Bandha. Und dann atme aus, lass wieder los. Komm jetzt hier in deinen eigenen Rhythmus. Du kannst auch hier versuchen, vielleicht kurz zu halten für ein paar Atemzüge, wenn das für dich passt, wenn das nicht zu schwierig ist für dich oder wenn du schon mit dem Bandha vertraut bist. Spüre richtig den Beckenboden, wie er sich anhebt, wie du kontrahierst hier. Das stärkt den Beckenboden. Und dann komm jetzt in deine letzten 2, 3 Runden hier. Okay. Dann kannst du wieder die Augen öffnen. Vielleicht ganz kurz, schenk dir selber ein Lächeln, bevor wir losstarten. Nimm jetzt dein Kissen unter deinem Po weg und
Jetzt einmal ganz kurz die Beine ausstrecken. Einmal kurz ausschütteln. Wenn du das jetzt durchgehalten hast für die letzten 20 Minuten, sehr, sehr gut. Wenn nicht, kein Problem. Irgendwann fällt es leichter, in der Meditationshaltung zu sitzen. Und heute beginnen wir tatsächlich sogar im Liegen. Dafür komm jetzt auf deinen Rücken und spür erstmal ganz kurz den Kontakt mit dem Boden. Atme ein, zieh jetzt deine beiden Knie nach oben, greif die Knie mit deinen Händen und komm jetzt hier erstmal in Kreise oder vielleicht willst du ein bisschen von rechts nach links schwingen. Lass sie hier den Rücken, öffne vielleicht so ein bisschen hier in den Hüftstrecker, in die Hüften. Hier kannst du auch ein bisschen die Zehen bewegen und deine Fußgelenke kreisen lassen. Und dann send jetzt das linke Bein nach vorne aus. Rechtes Knie bleibt angewinkelt. Wir flexen den linken Fuß hier. Linkes Bein bleibt aktiv. Also hier nicht einfach faul sein und nur liegen. Wir bleiben hier, aktivieren hier das linke Bein. Und mit den beiden Händen kannst du nach dem rechten Knie greifen und komm jetzt hier nochmal in größere Kreise mit dem einen Knie. Öffne hier schön durch die Hüften. Innere und äußere Rotation. Und dann einmal Richtungswechsel. Wir bleiben aktiv im linken Bein. Auch wenn du dir jetzt vielleicht denkst, ist es eine leichte Pose. Du kannst hier immer noch weiter die Posen ausbauen, die Asanas, und verbessern und dich auf andere Dinge fokussieren. Und dann wechsel das Bein, streck das rechte Bein aus, heb das linke. Rechter Fuß ist geflext, linke Zehen sind hier aktiv und dann komm hier in Kreise mit dem linken Knie. Spüre hier eben auch die Po-Muskulatur. Aber presse gleichzeitig die rechte Po-Backe weiterhin in die Matte hinein. Du bist hier aktiv. Richtungswechsel. Einmal gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn, je nachdem, wie du angefangen hast. Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt zum Stillstand. Heb nochmal das rechte Knie dazu. Greif jetzt nach deinen Knien, einatmen, ausatmen, heb den Kopf, schau zu deinen Knien, aktiviere jetzt hier deine Bauchmuskeln und dann atme ein, sende das rechte Bein nach vorne. Achtung, hier Bein ist gehoben vom Boden. Ausatmen, wechsel das Knie, linkes Bein nach vorne, rechtes Knie angewinkelt. Wir versuchen hier gehoben zu bleiben in der Brust. Mach hier einen langen Nacken, nicht zu sehr runden, sodass du hier offen bleibst und du hebst aus der Bauchmuskulatur, nicht aus dem Nacken. Und jetzt kommen wir jetzt hier im Wechsel, linkes Knie nach oben und verbinde dich hier mit deinem Atem. Wenn du hier anfängst zu zittern, ist kein Problem. Halt's noch kurz aus, das schaffst du. Letzten zweimal. Also zwei Runden. Und dann zieh nochmal beide Beine ran. Bleib einatmen. Heb dich nach oben, vielleicht einen Ticken höher. Ausatmen. Komm nach unten. Nacken flach zum Boden. Stell die Knie auf. Sehr gut. Spür ganz kurz nach. Wir haben jetzt hier schon das Feuer erweckt. In unserer unteren Region, in unserem Bauchraum.
Und von hier spür ganz kurz nach, vielleicht wird jetzt auch schon ein bisschen warm, spür die Wärme reinkommen. Und dann stell jetzt zieh dein rechtes Knie ran, bring den rechten Fuß aufs linke Knie, stell hier das Bein auf. Einatmen, heb das linke Knie, Schienbein parallel zum Boden und greif unten durch. Ausatmen, zieh das linke Knie einen Tick näher ran. Beide Füße sind hier geflext und aktiv. Und drück das rechte Knie nach hinten hier für eine tiefere Dehnung in der rechten Po-Muskulatur. Und vielleicht willst du jetzt ein bisschen von rechts nach links schaukeln. Ganz vorsichtig hier. Probier dich aus. Entdecke, was ist gut für dich. Und dann zieh vielleicht noch einen Ticken näher ran das Knie. Und einatmen, ausatmen, bring das linke Knie, den linken Fuß wieder zum Boden. Bleib hier aufgestellt und lass dich jetzt, so wie du bist, auf deine linke Seite fallen, bis der rechte Fuß zum Boden kommt. Du kannst jetzt hier den rechten Arm ausstrecken, vielleicht rüberschauen und spür hier die Dehnung in der rechten Seite. Du kannst hier entweder das Knie nach hinten pressen oder du versuchst dann jetzt das rechte Knie zum Boden zu bringen und greifst mit der linken Hand nach dem Knie, drückst dich runter, presst dir das rechte Schulterblatt weiterhin in die Matte hinein. Dann kannst du dir nochmal ausprobieren. Wenn du das Knie nach hinten presst, was ändert sich? Wie fühlt sich's an? Oder du bringst das Knie nach vorne. Und dann heb jetzt beide Beine wieder, so wie sie waren, von der Bauchmuskulatur her heraus. Einatmen, heb nach oben und atme aus. Stell das rechte Knie wieder auf. Sehr gut. Spür ganz kurz den Unterschied zwischen rechten und linken Bein hier. Bei der nächsten Einatmung bring jetzt den linken Fuß aufs rechte Knie. Ausatmen, heb das rechte Bein, Schienbein parallel zum Boden und greif unten durch. Und dann ziehst du hier das rechte Knie zu dir ran, presst das linke Knie nach hinten und beide Füße geflext und aktiv. Und auch hier kannst du wieder probieren, vielleicht ein bisschen von rechts nach links oder Kreise, je nachdem. Und dann kommst du wieder zum Boden mit dem rechten Fuß und lässt jetzt beide Knie auf die rechte Seite kippen. Öffne den linken Arm, spür hier die Dehnung, presst erstmal das Knie nach hinten, das linke. Und dann lass jetzt das Knie nochmal mehr fallen. Greif vielleicht mit der rechten Hand nach dem linken Knie hier. Und komm hier auch in die Wirbelsäule. Linkes Schulterblatt presst zum Boden.
Und bei der nächsten Einatmung heb jetzt beide Knie wieder aus der Bauchmuskulatur heraus. Sehr gut. Ausatmen, stell das linke Knie neben das rechte. Und von hier atme ein, heb jetzt nochmal beide Knie. Und dann bei der Ausatmung kannst du die Knie hier sanft nach außen pressen. Und hier vielleicht auch in kleine Bewegungen kommen, so ein bisschen von rechts nach links schaukeln. Öffne hier durch die Innenseiten. Vielleicht willst du auch hier nochmal so ein bisschen Kreise machen oder auf und zu die Knie. Oder so von rechts nach links schaukeln, vielleicht auch ein bisschen energischer. Und dann kannst du jetzt deine Fußsohlen anheben. Wir kommen jetzt ganz kurz ins glückliche Baby. Greif die nach den Füßen oder nach den Knöcheln, je nachdem. Und dann zieh die Füße nach unten. Also Fußsohlen pressen nach oben. Gleichzeitig drücken die Knie nach außen und unten. Wie so ein Kick hier nach oben quasi. Und das dürftest du jetzt schon sehr deutlich spüren hier in den Hüften. Öffne dich. Und dann bei der nächsten Einatmung bring die Füße wieder nach unten, Knie eng zusammen, ausatmen, send nochmal die Beine kurz nach vorne, spür nach. Und jetzt zieh nochmal die Knie ran, greif nach den Knien und hol hier ein bisschen Schwung. Und ich nenne es immer Schaukelstuhl. Hier runder Rücken, Kinn ist bei deiner Brust. Massiere hier nochmal die Muskulatur neben der Wirbelsäule. Bevor du dann gleich jetzt in einen Sitz kommst, oder beziehungsweise du schaukelst dich nach oben und dann stellst du die Füße auf. Sehr gut. Bleib jetzt hier. Bring die Füße jetzt circa mattenweit auseinander. Deine Fersen können auf der Matte bleiben. Vielleicht schauen die Zehenspitzen nach vorne. Und lauf dich hier nach vorne. Vielleicht greifst du nach vorne, holst ein bisschen Schwung. Und hier kannst du jetzt schon mal deinen Block zum Einsatz nehmen, wenn du das möchtest. Wenn dir das jetzt schon hier viel, viel, viel zu viel ist, bring deinen Block unter deinen Po. Oder aufeinander stellen oder kissen oder je nachdem. Was auch immer. Wir kommen jetzt hier ganz kurz in den Yogi-Squat. Vielleicht bist du auch schon mit den Fersen gehoben oder nach vorne. Es kann ganz anders bei dir ausschauen. Auf jeden Fall bist du entweder mit den Händen unten und du bleibst hier in der Dehnung. Oder wenn du sagst, okay, das kann ich jetzt schon, kommst du nach oben, richtest dich auf, machst dann Namaste und drückst mit deinen Ellenbogen hier gegen die Knie. Also falls du ein bisschen weiter oben bist, kann gerne so ausschauen. Presse die Knie nach außen, gleichzeitig aktiviere die Po-Muskulatur und halte dich nach oben. Also du fällst hier nicht ein, es ist hier kein Sitz, sondern du presst nach oben, Wirbelsäule lang. Wenn du hier im ganzen Yogi-Squat bist, presse mit deinen Ellenbogen nach außen. Po-Muskulatur ist aktiv. Und entdecke jetzt hier mal ganz kurz deinen Beckenboden. Spiel hier ein bisschen, press die Po-Muskulatur auseinander, gleichzeitig heb im Brustraum, lange Wirbelsäule, zieh dich nach oben. Und
Dann kannst du jetzt vielleicht mal so ein bisschen hier spielen. Schau über die linke Schulter, schau über die rechte Schulter. Spür das in deiner Wirbelsäule. Aber bleib hier gehoben, press in die Fußsohlen hinein. Ach, ein paar weitere Augenblicke. Und dann presse hier nochmal die Pobacken auseinander, Knie pressen nach hinten. Letzten drei Atemzüge. Und dann löst du dich, bringst die Hände vor den Körper und hebst dein Po nach oben. Hier bleibst du mit den Händen auf dem Boden. Vielleicht willst du dir die Füße ein bisschen enger zusammenbringen. Und hier erstmal auch vielleicht ein bisschen auf der Stelle gehen. Wenn du die Hände nicht zum Boden bringst, dann beug hier ein bisschen die Knie und dehn dich vielleicht ein bisschen in der gehobenen Position. Und von hier greif jetzt nach dem Boden, beug die Knie. Füße sind hüftbreit auseinander. Beug die Knie und lass deinen Oberkörper auf deine Oberschenkel fallen, Nacken ganz locker. In der Vorbeuge hier. Und entdecke dich jetzt hier. Vielleicht kannst du die Knie noch ein bisschen weiter strecken. Und atme jetzt ein. Mach den Rücken lang, streck die Knie. Komm auf deine Ballen, schau nach vorne, halbe Vorbeuge. Hände sind entweder in der Luft, auf den Oberschenkeln, auf den Schienbeinen oder auf dem Boden, dir überlassen. Wichtig ist hier ein langer Rücken und gestreckte Knie oder sag ich mal, nicht komplett durchgestreckt, aber so 90%. Kleine, leichte Biegung hier in den Knien, dass du hier dein Gelenk nicht verletzt. Aber Knie sind mehr oder weniger durchgestreckt. Einatmen und ausatmen. Nochmal ganze Vorbeuge. Knie gebeugt, Nacken locker. Komm hier ebenfalls auf deine Ballen. Spiel hier mit der Gewichtsverlagerung. Und nochmal einatmen. Halbe Vorbeuge, langer Rücken. Schau nach vorne. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Knie gebeugt, Nacken hier locker in der ganzen Vorbeuge. Letztes Mal einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken, schau nach vorne. Ausatmen, ganze Vorbeuge, sehr gut. Greif jetzt hier nach deinen Ellenbogen, nach deinen entgegengesetzten, lass den Nacken locker und schwing dich von rechts nach links hier. Knie wieder leicht gebeugt. Kannst du auch gerne ein bisschen energischer werden. Schwing den Nacken mit, lass den wirklich ganz, ganz, ganz locker hängen. Und um das nochmal hier dir selber zu beweisen, sag einmal ja und nein mit dem Kopf. Schwing dich. Und dann platziere jetzt die Hände, lass den Kopf hängen. Presse deine Füße hinein und heb deinen Oberkörper aus deinen Beinen, Wirbel für Wirbel hier in Tadasana, die Berghaltung. Sehr gut. Und spür ganz kurz jetzt hier in die Beine, in die Hinterseiten hinein. Und einmal ganz kurz nochmal ausschütteln. Ich will jetzt die Hände so ein bisschen einfach ausschütteln hier nochmal, rechts nach links, Beine ebenfalls, wenn du dir blöd vorkommst, ist kein Problem, vielleicht kannst du über dich selber lachen. Okay, genau, soweit so gut, vielleicht kurz einen Schluck trinken. Und
Du kannst dir jetzt schon mal deinen Block irgendwie griffbereit hinlegen. Und von hier atme ein, heb jetzt deine Arme von vorne nach oben und atme aus, bring die Hände nah neben dem Körper runter in eine Vorbeuge. Und von hier einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Und ausatmen, platziere die Hände, steig jetzt in einen Plank. Okay. Wenn du jetzt schon nicht mehr kannst, bring die Knie zum Boden. Wichtig ist hier Ellenbogen aktiv, Bauchmuskeln aktiv, gerader Bauch. Schultern pressend nach oben, wenn du hier noch weiterhin im Plank bist, sehr gut. Und atme jetzt ein. Lehn dich hier nach vorne. Oft tendieren wir dazu, hier ein bisschen weit hinten zu sein. Bring deine Schultern über deine Handgelenke. Auch wenn du hier in einem halben Plank bist, komm nach vorne, bring die Schultern über die Handgelenke hier. Mach den Nacken lang, gerade Wirbelsäule. Atme ein und atme aus. Press jetzt deinen Po nach oben, herabschauender Hund. Und komm jetzt hier erstmal ganz kurz an. Kurz ein bisschen auf der Stelle laufen, entdecken hier im herabschauenden Hund. Schau kurz nach vorne. Stell sicher, dass deine Mittelfinger nach vorne zeigen. Du rotierst deine Ellenbogen nach hinten, dadurch pressen die Schulterblätter zueinander. Langer Rücken hier und heb jetzt dein Steißbein nach oben, beug dafür gerne die Knie. Heute ist ja der Fokus hier auf unserem Wurzelchakra. Heb das Steißbein nach oben, aktiviere hier vor allem die mittlere Region, die Hüften. Eine lange Linie hier vom Steißbein an bis zu deinen Fingerspitzen. Und dann von hier presse jetzt die Fußsohlen in die Matte hinein. Streck die Knie, atme ein, komm auf die Zehenspitzen, atme aus, lehn dich nach vorne in den Plank. Einatmen, beug die Knie, schieb die Hüften nach oben. Herabschauender Hund. Ausatmen, platziere die Fersen zum Boden. Einatmen, komm auf die Zehenspitzen, lehn dich nach vorne, Plank. Ausatmen, beug die Knie, heb das Becken nach oben. Sehr gut. Fersen zum Boden. Letztes Mal. Einatmen, lehn dich nach vorne, Plank. Ausatmen, schieb die Hüften hinter und hoch. Sehr gut. Bring die Fußsohlen zur Matte. Okay, nicht ganz letztes Mal, tut mir leid. Einatmen, lehn dich nach vorne. Ausatmen, absetzen, Chaturanga, Dandasana. Wenn du das noch nicht so geübt bist, komm hier mit den Knien zum Boden und dann Ellenbogen nah beim Körper, komm zu Boden. Einatmen. Kleine Kobra. Lass die Hände unter den Schultern, bring die Ellenbogen nach hinten. Pobacken pressen zusammen, Fersen eng. Ausatmen, komm wieder flach zum Boden. Einatmen, stell die Zehen auf. Drück dich jetzt wieder in einen Plank oder komm über die Haltung des Kindes. Also entweder Haltung des Kindes und dann herabschauender Hund. Oder ich zeige euch ganz kurz die andere Variation. Von hier presst dich, Plank und dann herabschauender Hund. Du kannst hier optional wählen. Ausatmen. Einatmen, schau nach vorne. Ausatmen, beug die Knie. Steig nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge, Knie gebeugt. Einatmen, bring die Hände von vorne nach oben. Ausatmen, Namaste, über deine Mitte. Einatmen, Arme heben, schau nach oben. Ausatmen, bring die Hände von vorne nach unten.
Einatmen, halbe Faulbeuge, langer Rücken. Ausatmen, platziere die Hände, steig nach hinten in den Plank. Einatmen, lehn dich jetzt ein bisschen nach vorne auf deine Zehenspitzen. Ausatmen, komm zum Boden, Chaturanga Dandasana, Knie auf dem Boden oder in der Luft. Einatmen, schieb jetzt hier die Hände nach vorne. Ellenbogen unter den Schultern in die Sphinx. Pobacken aktiv, du hebst aus dem Rücken, Brust öffnet sich, schau nach vorne. Ausatmen, komm wieder zur Matte. Hände unter die Schultern. Einatmen, stell die Zehen auf. Ausatmen, wie gerade eben, entweder du drückst dich in den Plank oder Haltung des Kindes. Und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, schau nach vorne. Ausatmen, beug die Knie. Schritt nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken, schau nach vorne. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, bring die Arme nach oben. Ausatmen, Namaste über deine Mitte. Okay, wir kommen in eine Variation. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, platziere die Hände, steig nach hinten in den Plank. Einatmen, lehn dich nach vorne. Ausatmen, Chaturanga, Dandasana, deine Weise. Einatmen, Cobra. Vielleicht kannst du jetzt hier in eine etwas größere Cobra kommen. Wenn nicht, das ist gar kein Problem, bleib in der kleinen Cobra, aber heb aus dem Rücken, press die Pobacken zusammen und press hier dein Schambein nach unten, wenn du hebst. Ebenso wie die Fuß, nicht die Fußsohlen, nee, die Fußrücken, press die Fußrücken in die Matte. Ausatmen, wieder flach zum Boden. Einatmen, stell die Zehen auf. Ausatmen, Plank. Und herabschauender Hund. Stell die Fersen jetzt auf. Atme ein. Heb jetzt deinen rechten Fuß. Dreibeiniger Hund. Hüfte ist geschlossen. Rechte Zehen sind geflext. Ausatmen, bring dein rechtes Knie nach vorne. Bring hier wieder die Schultern über die Hände, über die Handgelenke. Einatmen, platziere deinen rechten Fuß. Ausatmen jetzt, Achtung. Wir platzieren die linke Ferse. Linke Ferse senkt sich und linke Zehen schauen in die linke obere Ecke der Matte. Einatmen, wir heben die Arme von vorne. Krieger 1. Hüfte ist hier parallel, wir schauen nach vorne, Hüfte ist geschlossen, strecke das linke Bein, linkes Knie ein bisschen gebeugt und spüre das hier im linken Hüftstrecker, presst die Pobacken, spann die linke Pobacke an, heb die Arme, einatmen und dann ausatmen, dreh jetzt hier auf, linker Fuß bleibt, wo er ist. Wir öffnen hier nur in den Hüften, beugen das rechte Knie noch einen eventuellen Ticken mehr und öffne jetzt deine Arme, Krieger 2. Schau zu deinem rechten Mittelfinger. Lehn dich hier rein ins rechte Knie und schau hier, dass du mit deinem Kopf über deinem Herzen, über deiner Hüfte bist. Hier eine gerade Linie. Wir tendieren manchmal dazu, uns ein bisschen hier nach vorne zu lehnen. Komm zurück, gerade Linie in deiner Mitte. Beug das rechte Knie, streck die Arme aus. Drishti, also dein Blick zum rechten Mittelfinger. Einatmen, streck das rechte Knie. Ausatmen, bring die rechte Hand nach oben, hinten, greif mit der linken nach dem linken Bein. Friedlicher Krieger. Einatmen, Windmühlenarme, wieder zum Boden. Ausatmen. Linke Pobacke aktiv und komm hier auf die Fingerspitzen in der linken Hand.
Einatmen, heb jetzt die rechte Hand, schau nach oben. Ausatmen, press das rechte Knie nach innen, also Beininnenmuskulatur aktiv und linkes hintere Bein ebenfalls aktiv. Ausatmen, bring die rechte Hand wieder zum Boden. Einatmen, rechter Fuß zum linken. Ausatmen, lehn dich nach vorne, Chaturanga, Dandasana. Einatmen, Cobra. Ausatmen, wieder nach unten. Einatmen, stell die Zehen auf. Ausatmen, mach deinen Weg in den herabschauenden Hund. Einatmen, schau nach vorne. Ausatmen, beug die Knie. Großer Schritt zu deinen Händen. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über vorne, nach oben, ausatmen. Namaste über die Mitte. Linke Seite. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, platziere die Hände. Sprung oder Schritt. Einatmen, lehn dich nach vorne. Ausatmen, Chaturanga, Dandasana. Einatmen, Cobra. Ausatmen, komm wieder nach unten. Einatmen, stell die Zehen auf. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, heb das linke Bein, dreibeiniger Hund. Hüfte geschlossen, linke Zehen geflext. Ausatmen, linkes Knie nach vorne. Einatmen, platzieren. Ausatmen, schau nach hinten, bring die rechte Ferse zum Boden, rechte Zehen schauen nach oben jetzt. Einatmen, schau nach vorne und heb langsam die Arme, Balance. Ausatmen, komm hier an, kriege 1. Hüfte ist parallel nach vorne. Wir sind hier machen hier eine gerade Linie. Rippenbogen kommt nach innen. Heb die Arme, schau nach vorne. Einatmen. Ausatmen. Dreh jetzt hier auf. Hinterer Fuß bleibt weiterhin eingedreht. Ausatmen. Lehn dich ins linke Knie hinein. Öffne die Hüften. Und wieder eine gerade Linie hier mit dem Oberkörper. Öffne die Arme. Schau nach vorne zum linken Mittelfinger. Starker Krieger 2. Und wir bleiben hier nochmal ganz kurz. Einatmen jetzt. Strecktes linke Knie. Ausatmen. Linke Hand über Kopf. Einatmen. Windmühlenarme. Ausatmen. Platziere die rechte Hand auf deinen Fingerspitzen. Rechte Pobacke aktiv. Einatmen. Heb die linke Hand. Twist hier. Streck das hintere linke, das rechte Knie, schau nach oben. Ausatmen, rechte Hand nach unten. Einatmen, linker Fuß zum rechten. Ausatmen, lehn dich nach vorne. Chaturanga, Dandasana. Einatmen, Cobra. Ausatmen, wieder nach unten. Einatmen, stell die Zehen auf. Ausatmen, herabschauender Hund. Ein Atemzug. Einatmen, schau nach vorne. Ausatmen, beug die Knie. Schritt nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, heb die Arme nach oben. Ausatmen, Namaste bei deiner Mitte. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, platziere die Hände, steig nach hinten. Einatmen, lehn dich nach vorne. Ausatmen, Chaturanga, Dandasana. Einatmen,
Kobra. Ausatmen, komm wieder nach unten. Einatmen, platziere die Zehen. Ausatmen, herabschauende Hand. Einatmen, heb jetzt nochmal das rechte Bein, dreibeiniger Hund. Ausatmen, rechtes Knie nach vorne. Einatmen, platzieren. Ausatmen, bring die Ferse zum Boden, die hintere. Einatmen, heb jetzt die linke Hand nach vorne, folg der Hand mit dem Blick. Dreh auf, Krieger 2, wenn du hier angekommen bist. Bring den Blick nach vorne zur rechten Hand. Sehr schön. Schau zur rechten Hand. Einatmen, streck das rechte Knie. Friedliche Kriegervariation, heb die rechte Hand. Ausatmen, bring die Hände wieder parallel. Und jetzt lehnst du dich nach vorne, schiebst die linken Hüften nach hinten. Und jetzt kommt dein Block zum Einsatz. Greif nach dem Block. Im Dreieck hier. Öffne in der Brust eine Linie hier. Linke Seite wird ganz lang. Rechte Zehen schauen nach vorne. Linken Zehen schauen parallel zur Matte. Schau nach oben mit deinem Blick. Press die Pobacken zusammen. Einatmen, löst dich langsam wieder, Arme parallel. Ausatmen, dreh jetzt die rechten Zehen ebenfalls nach vorne. Und jetzt kannst du dir sogar so weit gehen, dass du vielleicht die Zehen ganz leicht hier nach innen drehst. Kleine innere Rotation. Einatmen, heb die Arme. Schau nach oben. Ausatmen, lehn dich nach vorne. Hier fast parallel zum Boden mit dem Oberkörper. Einatmen, bring jetzt die Hände zu den Hüften. Ausatmen, versuch jetzt hier noch ein bisschen weiterzukommen. Wenn das jetzt schon die Schmerzgrenze jetzt ist bei dir, bleib hier oder greif nach deinem Block oder deinen Blöcken. Wenn du noch weitergehen kannst, lehn dich noch ein bisschen tiefer und greif vielleicht mit den Händen nach dem Boden hier. Prasadita Padottanasana, gekrätschte Vorbeuge. Lass den Nacken locker. Und press hier ebenfalls, so wie am Anfang in dem Yogi-Squat, press hier die Pobacken auseinander. Also schieb hier die, du kannst dir vorstellen, als würdest du die Matte hier mit deinen Füßen auseinanderreißen wollen. Press in die Fußaußenseiten deiner beiden Füße. Und dann lehn dich vielleicht ein bisschen nach vorne, Gewicht auf den Ballen. Einatmen, schau nach vorne. Ausatmen, Hände in die Hüften, heb den Oberkörper. Sehr gut. Einatmen, dreh jetzt den rechten Fuß nach vorne und heb die linke Ferse. Hoher Ausfallschritt, Arme heben sich. Ausatmen, beide Hände zum Boden. Einatmen, rechter Fuß zum linken. Ausatmen, entweder du kommst jetzt hier direkt in den herabschauenden Hund oder du gehst durch einen Vinyasa-Flow. Einatmen, lehn dich nach vorne, ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Kobra, ausatmen, flach zum Boden. Einatmen, platzieren, ausatmen, herabschauender Hund. Linke Seite, einatmen, heb jetzt das linke Bein, dreibeiniger Hund. Ausatmen, rechter Fuß nach vorne. Ein bisschen schneller hier. Einatmen, platziere linker Fuß nach vorne natürlich. Einatmen, platziere die rechte Ferse. Ausatmen, folg der rechten Hand ganz groß nach hinten. Balance hier. Schau nach vorne, Krieger 2, linke Seite. Sehr gut. Wenn du das hier geschafft hast, sehr, sehr gut, presst das linke Knie nach außen. Einatmen, streck das linke Knie, heb den linken Arm, friedlicher Krieger. Ausatmen, Hände wieder parallel. Einatmen, schieb die rechte Hüfte nach hinten, lehn dich nach vorne,
greif mit der linken Hand nach einem Block oder nach dem Boden. Ausatmen, rechte Hand hebt sich im Dreieck. Öffne die Brust, Schulter zieht nach hinten, schau nach oben gegebenenfalls. Press die Pobacken zueinander, schieb den Po nach vorne. Einatmen und ausatmen. Einatmen, löse dich langsam, bring beide Arme wieder parallel. Ausatmen, dreh die linken Zehen ein, rechte Zehen. Mach hier kleine Verbesserungen. Einatmen, Arme heben, schau nach oben. Ausatmen, lehn dich nach vorne. Hier halber Weg. Einatmen, Hände in den Hüften. Ausatmen, lehn dich noch ein bisschen tiefer. Wie gesagt, vielleicht nach dem Block greifen oder nach dem Boden. Komm hier in Prasarita Padottanasana, schieb die Pobacken auseinander, Beine aktiv. Einatmen und ausatmen. Einatmen, schau nach vorne, heb den Kopf. Ausatmen, Hände in die Hüften, heb den Oberkörper. Einatmen, dreh jetzt die rechten Zehen nach vorne. Ausatmen, heb die, Entschuldigung, die linken Fersen nach, linken Zehen nach vorne. Heb die rechten, heb die rechte Ferse, Arme nach oben. Hoher Ausfallschritt. Einatmen, ausatmen, bring die Hände zum Boden. Einatmen, linker Fuß zum rechten. Ausatmen hier ebenfalls. Vielleicht willst du jetzt direkt herabschauen nach Hund. Oder ein Vinyasa Flow. Einatmen, lehn dich nach vorne. Ausatmen, Chaturanga, Dandasana. Einatmen, Cobra. Ausatmen, wieder nach unten. Einatmen, aufstellen. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, schau nach vorne. Ausatmen, Knie gebeugt. Steig nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen, über deine Mitte. Namaste vor der Brust. Sehr gut. Schließ die Augen. Und spür ganz kurz nach. Spür in deine Beine hinein, spür in deine Mitte, in die Hüften, in den Po. Schaff hier kurz Bewusstsein. Und dann kannst du deine Augen wieder öffnen. Wir kommen jetzt in eine stehende Balancepose, und zwar den Baum. Bring dafür jetzt, also mach hier erstmal, stell hier sicher, dass du einen festen Stand hast auf deinem linken Fuß. Bring dann jetzt deinen rechten Fuß, du kannst ihn irgendwo platzieren auf der Innenseite, also entweder auf der Wade oder auf dem Oberschenkel, nur nicht auf dem Knie, also ganz egal wo das für dich möglich ist, platziere den rechten Fuß, finde hier kurz die Balance und dann kannst du in ein Namaste kommen, in die Brust. Und hier kannst du jetzt, also zuerst mal, du bist hier aktiv in den Hüften, also Po ist gehoben, du presst in dein linkes Bein hinein, okay? Du fällst hier nicht ein, so, sondern du bist aktiv, gehoben, presst das rechte Knie nach außen. Namaste. Und dann kannst du jetzt hier versuchen, Mula Bandha zu setzen. Also atme ein, zieh das Beckenboden nach oben und atme aus, lass wieder los. Versuch das noch zweimal. Einatmen. Ausatmen. Wenn du willst, kannst du jetzt deine Schwierigkeit erhöhen, bring vielleicht die Hände nach oben oder öffne die Hände. Und dann bring die Hände wieder übereinander, Namaste, nach unten. Rechter Fuß löst sich sehr gut. Einmal kurz ausschütteln. Und dann linke Seite, rechte Zehen schauen nach vorne, heb das linke Bein, platziere dein Bein
auf der rechten Oberschenkelinnenseite. Hebt das Becken nach oben, rechtes Knie presst nach außen. Halte dagegen mit der anderen Seite. Komm in ein Namaste, finde deine Balance. Und dann einatmen. Mula Bandha, kontrahiere im Beckenboden. Ausatmen, lass wieder los. Einatmen nochmal. Ausatmen. Letztes Mal, erhöhe die Schwierigkeit, wenn das für dich möglich ist. Vielleicht kannst du sogar die Augen schließen jetzt hier. Einatmen. Ausatmen. Sehr, sehr gut. Einatmen, komm wieder über ein Namaste und über deine Mitte nach unten. Ausatmen, löse das linke Bein und nochmal kurz ausschütteln jetzt hier. Bevor wir zum Boden kommen und komm dafür gleich auf die Knie. Wir kommen in die Haltung des Kindes, öffne die Knie Matten weit und dann lehn dich nach vorne. Press hier mit dem Steißbein nach hinten und zieh mit den Fingerspitzen nach vorne. Also hier aktive Pose auch, nicht nur Entspannung. Du kannst aus jeder Pose noch was rausholen oder die irgendwie noch schwieriger gestalten. Und dann atme jetzt ein, schau nach vorne und atme aus, platziere die Ellenbogen, lehn dich nach vorne und dann schieb die Beine nach hinten, sodass du hier vielleicht gleich in der Sphinx landest. Wenn das jetzt nicht möglich war für dich, komm flach zum Boden und dann bring die Ellenbogen nach hinten unter die Schultern. Press die Pobacken zusammen, Fersen zusammen. Dann öffne durch die Brust, schieb die Schultern nach hinten, schau nach vorne. Und finde dich hier erstmal kurz zurecht. Wie ich davor schon gesagt habe, presst die Fußrücken in die Matte und dein Schambein ebenfalls in die Matte hinein. Presst die Hüften zueinander, die Pobacken zueinander. Schau nach vorne jetzt. Finde dich hier ein in der Pose. Heb im unteren Rücken. Und dann kannst du jetzt versuchen, dein rechtes Bein anzuwinkeln und verlagere jetzt ein bisschen dein Gewicht auf den linken Ellenbogen. Greif mit der rechten Hand nach dem rechten Fuß. Einatmen. Ausatmen. Kick den rechten Fuß nach hinten. Öffne hier durch die Schultern. Unterer Rücken. Schau nach vorne. Halten. Einatmen. Ausatmen. Lass wieder los, bring die rechte Hand zum Boden, rechter Fuß flach, linke Seite. Einatmen, linkes Knie beugt sich. Ausatmen, greif mit der linken Hand. Schau hier, dass der rechte Ellenbogen unter der rechten Schulter ist. Und dann kick hier auch ebenfalls nach hinten, öffne in der linken Schulter. Bleib aktiv im rechten Bein, press nach unten. Und dann löst dich wieder und komm ganz kurz nach unten. Vielleicht drehst du die Ellenbogen nach vorne, bringst die Stirn auf deine beiden Hände. Atme ein und dann dreh die Ellenbogen wieder nach unten, heb dich und beug jetzt beide Beine und greif jetzt nacheinander hier nach deinen Füßen. Versuch dich jetzt hier in der Bogenhaltung, Dhanurasana, einatmen, ausatmen, kick beide Füße nach hinten, öffne durch beide Schultern, Schambein presst in die Matte, heb aus dem unteren Rücken nach oben. Wenn es jetzt bei dir anders ausschaut, ist kein Problem. Vielleicht bist du hier,
kein Problem. Sei damit glücklich, wo du bist auf deiner Reise. Atme ein, nicht die Luft anhalten. Und dann atme aus, komm zum Boden, lass locker, löst die Hände von den Füßen und bring vielleicht nochmal die beiden Hände unter die Stirn. Einmal tief durchatmen und dann bring jetzt die Hände wieder unter die Schultern. Press dich nach oben und komm mit deinem Oberkörper auf deine Oberschenkel hier in den Hasen. Vielleicht willst du die Hände neben die Beine bringen, Stirn flach zum Boden. Schau nach vorne, presst die Hände in die Matte und dann schwingen die beiden Füße jetzt nach vorne. Und wir kommen in Dandasana. Streck beide Füße. Und dann bring jetzt dein rechtes Knie rüber auf die linke Seite von deinem linken Fuß. Auf Kniehöhe. Und dann winkel das linke Knie an. Sehr gut. Einatmen. Heb jetzt den linken Arm und ausatmen. Platziere den linken Ellenbogen auf der Außenkante des rechten Knies. Ardha Matsyendrasana. Greif mit der rechten nach hinten und presse dich hier. Schau nach hinten, mach die Wirbelsäule lang. Brust ist offen. Wenn das hier für dich nicht geht, dann greif einfach nach dem rechten Knie und versuch dann hier in eine Drehung zu kommen, wenn diese Drehung zu tief für dich ist. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen, löse dich langsam. Und dann ausatmen, streck beide Beine wieder nach vorne. Andere Seite. Einatmen, stell den linken Fuß auf. Ich habe sogar links gesagt, aber rechts gemacht. Und dann stell dir sicher, dass der Fuß auf Kniehöhe circa ist. Und dann winkel den rechten Fuß an. Einatmen, heb den rechten Arm. Ausatmen, greif nach dem linken Knie oder komm mit dem Ellenbogen hier vor das Knie. Linke Hand greift nach hinten. Und dann schieb nach hinten, öffne die Brust, mach die Wirbelsäule lang. Schieb dich nach oben oder greif einfach nach dem Knie, ganz egal wo du bist. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Löse dich jetzt langsam. Streck beide Beine aus. Nochmal ausschütteln hier. Und dann kannst du jetzt auf deinen Rücken kommen. Vielleicht schnappst du dir dein Kissen. Und zieh jetzt nochmal ganz kurz die Beine ran. Und dann kannst du jetzt dein Kissen unter deinem Becken platzieren. Komm jetzt hier nochmal in einen gestützten Schulterstand. Unter deinem Becken platzieren. Hier nicht auf dem unteren Rücken, schau, dass es wirklich hier unter dem Becken ist. Und dann kannst du die Beine nach oben heben, flex die Füße. Und wir sammeln jetzt hier nochmal unsere ganze Energie in unserem Zentrum, in unserem Wurzelchakra, Muladhara Chakra, zum Abschluss der Stunde. Langsam dürftest du das definitiv
in den Beinen spüren. Blut läuft nach unten. Bleib hier aktiv in den Beinen. Spann die Oberschenkel an und flex die Füße. Vielleicht fängst du jetzt langsam so ein bisschen an zu zittern. Halt es hier noch kurz aus. Letzten Sekunden. Und dann mach dich jetzt bereit, komm wieder nach unten, beug die Knie und setz die Füße auf. Zieh vielleicht das Kissen jetzt unter dem Rücken weg. Und spür noch mal ganz kurz nach. Und dann kannst du jetzt die Füße nach vorne senden und mach dich bereit jetzt für die Tiefenentspannung, für Shavasana. Nimm dir, was du brauchst. Und dann bring die Handflächen nach oben und dann die Schulterblätter vielleicht ein bisschen näher zusammen. Lass die Füße aufkippen. Und dann schieb vielleicht das Becken nochmal so ein bisschen nach vorne, dass du hier im unteren Rücken keine Spannung mehr hast. Schließ dann deine Augen. Und erde dich jetzt hier, spür den Kontakt mit der Erde, die Verbundenheit. Lass los in den Schultern, lass los in den Hüften und dann entspann dein Gesicht, löse den Kiefer. Lass das Gesicht fallen, die Gesichtsmuskulatur. Lass die Zunge in den Rachen fallen und dann komm jetzt in deine Entspannung.
Erwache jetzt ganz langsam aus deiner Entspannung. Beweg deine Zehen und bring deine Finger zu deinem Daumen, einen nach dem anderen. Dreh vielleicht den Kopf von rechts nach links und dann kannst du jetzt deine Beine ranziehen. Press die Beine jetzt zu deinem Oberkörper, schenk dir nochmal eine ganz, ganz große Umarmung und vielleicht ein Lächeln. Und dann lass dich jetzt auf eine Seite fallen in die Embryo-Haltung. Und spür jetzt hier nochmal den Kontakt mit dem Boden, vielleicht die Kälte von dem Boden. Und dann kannst du dich in einen Sitz drücken, lass deine Augen gerne noch geschlossen. Und wir heben die Hände in ein Namaste vor die Brust. Und zum Ende der Stunde würde ich gerne mit dir dreimal Om und dreimal Shanti zusammen singen. Dafür atme ein. Shanti, Shanti, Shanti. Sehr gut. Bring jetzt deine Stirn zu deinen Zeigefingern. Verbeug dich vor dir und vor der Erde. Öffne die Augen. Und heb den Kopf. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich und verabschiede mich mit einem Namaste.